Yo, was geht ab, Freunde? What's poppin' YouTube und willkommen zu einem 35 Millionen Coins Squad Builder Battle. Heute wird's wieder unfassbar teuer. Ich weiß nicht, warum wir das schon wieder machen. Beim letzten Mal dicke Discards. Und ich glaube, heute wird's auch wieder passieren. Und mit dabei ist mein kleiner Cousin. Was geht ab? Ja, Leute, Jenks auch mit dabei. Und heute wird WXI wieder komplett auseinandergenommen mit meinem roten Mbappé. Ja, du hast roten Mbappé als Starspieler. Das Geile ist, du setzt ihn aufs Spiel. Das heißt, wenn ich ihn dir discarde, musst du auch den roten discarden und dann ist auch der weg. Egal. Ja, das sagst du jetzt. Warte mal, wenn das passiert. Ich habe Kräuf am Start, Freunde. 17,5 Millionen kosten heute beide Teams. Wir müssen wieder mehrere Icons einbauen, sonst geht das Ganze nicht mit so vielen Coins. Wenn ihr das Ganze feiert und 37,5 oder sogar 40 Millionen SBBs sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Jang, wie viele Likes, damit wir das machen? Boah, können wir heute mal übertreiben? Wie viel denn? Schaffen die das? Wie viel denn? 9.999. Ja, wenn die so extreme SPBs sehen wollen, dann müssen sie sich auch straffen, ne? Da muss man auch mal kostenlos supporten und einen Daumen nach oben geben. Zeigt uns, ob ihr Bock drauf habt. Lasst ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Folgen, liken und so kostet nichts. Und ich würde sagen, Jank, du darfst als erstes deine Tafel reinhalten und ich füge meine Spieler als erstes ein, okay? Ja. Also ich habe drei Offensive für dich aufgeschrieben. Das ist sehr offensichtlich. Ich denke, jeder holt seine Coins eh vorne raus. Ja, vorne muss man schon mal einiges reinbrettern, weil da gibt es die teuersten Spieler. Und ich habe mir gerade einen Spieler gekauft für 2,82 Millionen auf dem linken Flügel. Habe ich noch gar nicht dieses Jahr gezockt, deswegen heute ist das erste Mal. In solchen SBBs kann man auch immer so die geilsten Spieler austesten, Freunde. Thierry Henry Thunderstruck. Jetzt habe ich schon zwei Thunderstruck-Icons dabei. Dann im Sturm, ich hoffe, es hat geklappt. Ich habe dich versucht zu manipulieren. Ich habe die ganze Zeit davon geredet, um dich zu verarschen. Ich habe Pelé am Start im Sturm. Junge, du meinst, du hast ihn verkauft. Ja, normal, ich habe extra gesagt, ich habe ihn verkauft. Ne? Was? Junge, Wake, sie ist so ein Schwindler, so ein Lügner, ne? Wieso? Ohne Sinn. Du bist so ein Kacklügner. Warum? Ich dachte, man lügt sie nicht an in der Familie, hä? Warum? Was hast du aufgeschrieben? Und ich habe noch Jazidio auf rechts. Ja, scheiß drauf, ehrlich. Scheiß drauf. Ich glaube, wir kommen. Was hast du aufgeschrieben? Ja, nein. Ey, ich habe ihn gestern die ganze Zeit voll gelabert, dass ich Pelé verkauft habe und mir R9 geholt habe. Ich wusste, wir nehmen dieses Video auf und ich habe extra die ganze Zeit gesagt, Pelé verkauft, R9 geholt, damit er den aufschreibt. Wie geil. Okay. Wie kann man denn Pre-Vorbereitung auf den SBB machen? Ja, Bro, weil du genau weißt, dass ich Pelé habe. Es ist ein 35er SBB. Ihr müsst euch mal vorstellen, Wakesy setzt sich abends da vor sein Handy in sein Bett, weiß ich nicht, da mit Tüchern neben seinem Bett da und dann schreibt er mir da, dass er Pelé verkauft hat. Ich fass es nicht. Muss man sich mal geben, Digga. Hat doch geklappt sogar, du Lauch. Fass es nicht, ohne Witz. Ich weiß, wen ich hatte. Ich habe auch teure Karten mitgenommen. Ich habe Stürmer und RF aufgeschrieben. Ja, hast du was Teures? Ja. Ich sag ehrlich, du schreibst eh R9, Kräuf. Du weißt, dass ich die ganzen Karten habe, aber du weißt zwar auch, dass ich Hullet habe, aber wer spielt Hullet im Sturm? Achso, Denk spielt Hullet im Sturm. Hullet 91er im Sturm. Und rechter Flügel, Rodrigo, die SBC. Oha. Hä, dann brauchst du aber noch ein paar Coins, oder nicht? Ja, ich bin jetzt aber schon so bei schlappen 12 Millionen, sagen wir es mal so. Okay, ja, ich habe R9 und Garincha aufgeschrieben. Ja, Junge, wichtig. Hättest du nämlich R9 eingebaut, der kostet direkt 9 Millionen oder so, hättest du fast schon die 17,5 voll. Deswegen wollte ich den auf jeden Fall aufschreiben, hast du aber clever gemacht mit Trullet, den schreibt man niemals im Sturm auf. Im Mittelfeld okay, aber im Sturm niemals. Vorne sind wir schon mal mit ein paar teuren Karten gegangen, ich sag dir ehrlich, zwei ZMs habe ich für dich aufgeschrieben, ich bin... Ja, es muss ja teuer weitergehen, wenigstens so ein bisschen teuer. Bro, ich habe so krasse Karten am Start, ne? Also es geht weiter mit der nächsten Icon und ihr Name, diesmal ist es nämlich eine Frau, ist Sava. Diese Karte ist unfassbar gut, Freunde, vertraut mir. Ich habe die jetzt schon in mehreren SBBs getestet und sie war jedes Mal saftig, knaftig und bei mehreren E-Sportlern schon gesehen, da war sie auch saftig, knaftig. Und dann geht es auch weiter mit einer weiteren Frau, heute Mittelfeld mit zwei Frauen und das ist eine neue UCL Hero Karte von Kessler. Auch eine super Karte, habe ich gezogen. Hier, Erstbesitzer, will ich mal testen. Ja, okay. Savard, ich sag ehrlich, plus eins. Also ich habe die Anfang FIFA so gesucht. Die war so gut bei mir. Habe ich aber nicht aufgeschrieben. Ich habe Matthäus und Rollet. Standard. Ja, du denkst nur, weil du Rollet im Sturm hast, habe ich ihn im ZM, ne? Nee. Ich habe drei ZMs aufgeschrieben. Drei ZMs. Ja, okay. Du wusstest halt leider, dass ich in die La Liga wahrscheinlich ein bisschen gehe, wegen Rodrigo.
Ich bin einmal mit Bellingham, POTM. Dann bin ich mit Frankie de Jong, Thunderstruck SBC, zwei SBCs, super, bringen gut Coins rein. Und meine zweite rote Karte, weil ich bin ein Schwitzer in der Weekend League. Ich habe zwei rote Karten, Zidane. In 92er, in 92er die SBC. Ich schreibe zwei Icons und eine Hero auf. Ich habe gar nicht, wieso sollte ich auf La Liga gehen? Ich gehe auf teure Karten und die teuersten Karten waren mit so Vieira, Lothar und Yaya Touré. Ja, wichtig. Ich dachte, safe, du kommst irgendwie auf Bellingham wegen Rodrigo. Nein, Mann, als ob ich Bellingham aufschreibe, wenn wir hier 17,5 Millionen Coins packen müssen. Hä, warte mal, ich gucke jetzt mal, wie viel dein Team jetzt wert ist. Ich tue hier gerade mal alles rein. Und okay, Zidane ist halt auf. Welchen hast du? 92 oder 95er? Ja, 92. Okay, es fehlen noch ein paar Coins. Aber ich sag dir ehrlich, was mir gerade auffällt, warum setze ich hier zwei rote Karten aufs Spiel? Ja, das ist nicht so clever von dir. Du musst heute auf jeden Fall schwitzen. So, Freunde, wir gehen in die nächste Runde. Die Außenverteidiger, wer die verliert, hat meistens im SBB verloren, weil der Gegner das immer eiskalt ausnutzt. Man campt auf der Seite, wo dann der Torwart steht. Ist immer sehr bitter. Ich will als erstes wissen, ob ich meine Spieler behalten darf. Ich füge den linken Verteidiger ein, okay? Okay, ja, ich halt rein. Ich habe gute Spieler aufgeschrieben. Mein Linksverteidiger kannst du, glaube ich, gar nicht haben. Renan Lodi, FC Pro Live-Karte. Das heißt, der kann Upgrades bekommen, wenn irgendwelche E-Sportler performen. Rechtsverteidiger, Road to the Knockout-Karte. Der kann auch Upgrades bekommen, wenn seine Mannschaft gut performt, in der Champions, in der Europa League besser gesagt. Und das ist Klaus Kleder. Hast du gerade ein bisschen Paranoia? Klaus, everybody Klaus. Ach man, Junge, da war FIFA 23 so eine Main-Karte, aber an den denkt man gar nicht mehr, ne? Vor allem nicht, wenn man so viele Coins einbauen muss. Hast du das aufgeschrieben, sei ehrlich? Ich habe Brasilien aufgeschrieben, aber halt Carlos und Cafu. Nice. Ich glaube, ich habe dich irgendwie. Ich habe im Gefühl, dass ich dich habe jetzt auf den Außenverteidigerpositionen. Auf einer Seite, glaube ich, habe ich dich. Erzähl. Weil du brauchst noch ein paar Coins. Rechts zum Brotkasten und links, schwierig. Coins, ne? Sogar sehr ehrlich, Coins. Ja, sehr viele Coins. Ich habe halt zwei Versionen sogar davon, ne? Ich habe den 93er Maldini gekauft, den 90er gezogen, untrade. Super, ich nehme den 93er Maldini. Maldini! Ja, LV. Nein, 2,9 Millionen. Ja, 3 Millionen, wir können auch. Ich dachte, du gehst 100 pro mit Ferland Mondi, weil der kostet auch 1,6 Millionen. Aber Digga, ein Außenverteidiger für 3 Millionen... Wer macht denn sowas? Ja, der räumt alles weg auf der Außenbahn. So ein Ding wird das mit Deck. Ich glaube, ich hätte sogar Maldini in der Innenverteidigung gleich aufgeschrieben. Aber Außenverteidiger niemals. Schade, Mann. Ja, deswegen. Ich will den ja benutzen können. Ich habe keinen Bock, dass er rausfliegt hier. Ah, okay. Letzte Runde. Bis jetzt wurde noch nichts erraten. Hä? Freunde, wir kommen in die letzte Runde. Cenk, ich füge meine Spieler wieder ein. Ich glaube, ich verliere jetzt was. Ich weiß nicht, warum. Mann, du warst immer spannend. Wieso? Weiß ich nicht. Ich weiß auch. Füge ein, komm. Ich habe so Angst, dass ich meinen Torwart verliere. Ich fange erstmal mit dem Spieler an, wo ich denke, dass der spielen darf. Das ist nämlich eine SBC-Karte gewesen von Lucas Hernandez. Sehr geile Karte, kann man sehr geil zocken. Dann gehe ich mit einem Spieler, den spiele ich eigentlich immer als RV, heute mal als Innenverteidiger. Ich hätte auch Blanc nehmen können, aber Freunde, Blanc viel zu auffällig und der Mann kostet nochmal viel mehr. Ich glaube, Carlos Alberto kostet 1,2 Millionen, deswegen Carlos Alberto. Und im Tor dann die letzten 500k oder 300k oder so, die meine 17,5 Millionen voll machen. Ich glaube, ich bin heute auf 17,5 Millionen oder so, also gerade so knapp drüber. Und das ist Van der Sar. Okay, ja, lassen wir so stehen. Ich bin mit Maldini, Lucio und Alisson gegangen. Also jawoll. Komplett. Ey, Freunde, bevor du jetzt deine Spiele einfügst, ne, ihr seht das Team. Das ist ein 35 Mio SBB. Ihr wisst, was passiert, wenn wir ein 40 Mio SBB machen oder so. Oder 37,5 oder 42 oder 45, ne? Dann ist Ende im Gelände. Dann steht noch ein R9 auf dem Feld. Dann steht er noch ein R9. Dann steht da, Digga, dann ist gar kein Spaß mehr. Dann ist Discard noch schlimmer. Deswegen 9999 Likes. Wenn ihr das schafft, machen wir das. Ich halte jetzt nochmal für dich die Tafel rein. Gib Gas, schnell. Joa, ich brauchte nicht mehr so viele Coins, ein paar hundert Kärchen. Ich bin mit Kümmern, Centurions Icon gegangen. Mit Marquinhos, Dings da, Trailblazer Marquinhos. Und im Tor eine Goldkarte, dass man das mal erlebt in einem Coins-SWB. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst, deswegen. Wobei, scheiße, wegen De Jong kann man drauf kommen. Oh, Cenk. Oh, du bist in Gefahr. Nein. Ich habe Koundé. Lüg nicht. Ich habe Araujo. Na, hast du nicht. Du machst es immer so. Du hast ihn nicht. Und ich habe Ter Stegen. Lüg nicht. Doch, aber ich habe ganz Barcelona aufgeschrieben. Koundé hatte ich Rechtsverteidiger schon. Ich habe ihn jetzt auch nochmal als Innenverteidiger aufgeschrieben. Araujo. Und dann weiß ich nicht, warum habe ich Ter Stegen einfach aufgeschrieben. Torwart. Bronzestürmer. Ich darf Schmeichel reinstellen, oder?
Du hast mal gesagt, ich darf mal eine Icon reinstellen, wenn Nein, Bronze-Torwart-Stürmer. Darf ich Martin reinstellen wenigstens? Ach, du kannst Testing reinstellen, ich habe ihn natürlich nicht aufgeschrieben. Ja, war ein Prank. Wen hast du denn? Keine Ahnung, Mann. Ich hatte Alisson oder so, glaube ich. Nimm jetzt Testing mit. Ach, scheiß drauf. Ja, kannst alle behalten. Wir haben beide volle Teams, ist aber umso geiler fürs Discarden. Das heißt, wer hier verliert, wird auf jeden Fall keinen Bronze-Spieler discarden. Und das ist... Ich werde schwitzen und ich lade dich jetzt ein. So, zeig mal her dein Team. Ich will mir das nochmal angucken hier. Gold, Herr Stegen. Boah, ja, Digga. Alles halten. Aber das ist schon wieder, das sieht so teuer aus schon wieder. Es macht doch keinen Spaß, immer alles zu discarden. Bro, dieser Zidane und dieser Mbappé, ne? Wenn ich gewinnen sollte, ich hoffe, dass ich die treffe, weil die so geil rot sind. Das wäre mein Traum. Aber jetzt muss ich erstmal. Anschlusspark! Ohne Anschlusspark, Junge, ja. Oh. Ey! Ja. Ich hab den Ball. Die ist doch nicht so gut, wie ich dachte, Sava. Gib dir Angst, Junge, vor Hunde, der hat dir einfach Hunde. Den Ball gegeben. Der ist so fett. Natürlich hat die Angst. Ah, gut so, Sava, sonst hätte ich dich freiwillig discardet. Was machst du denn da? Hallo, lass mich doch mal ein bisschen koordinieren, hä? Was machst du da? Das ist der 7. Flügelwechsel hintereinander, der 8. Was machst du? Spiel nach vorne! Der Typ hat so Angst, Freunde! Er hat so Angst um seine Ruhe. Guck mal, was der macht! Jank! Hör auf! Er hat Schiss! Lass mich doch mal spielen, ich will. Geh ab! Jairzinho, geh ab! Mach das 1-0! Für dieses Rumgeschwitze da eben! Nein! Komm, Jairzinho! Der schwitzt eh nur rum! Nein! Nein, wenn ich hier das 1-0 mache, kann er diese Scheiße mit dem Rumgespiele nicht mehr machen. Oh, fast die Wakes-Ecke kassiert. Warum bist du wieder so gut auf einmal? Jetzt reicht's. Erste Chance. Jetzt reicht's, Rodrigo! Nein, Spaß. Wenn ich deswegen heute discarden muss, dann spiele ich nie wieder FIFA. Was ist das denn schon wieder für ein Tor? Alter, das ist geil. Was ist das? Dicker Van der Sar! Und du lachst mein Testing aus. Lachst mein Gold-Testing aus. Wie ist Rodrigo so schnell? Lodi hat auch 91 Tempo. Das kann man gar nicht so, der kann gar nicht so schnell sein. Ja! Das ist so unfair. Oh, herrlich. Gut. Oh, da steht er doch. Da steht er. Du hast drei Chancen und machst drei Tore. Ja. Und ich mach vorher das ganze Spiel und krieg kein Ding rein. Ja, Wakes, weißt du was? Was? Nur weil man nicht schwimmen kann, heißt es nicht, dass er an der Badehose liegt, ne? Junge, nervt doch nicht. Oh, Jairzinho, Beste. Cruyff? Nein, ich bin so dumm, ich wollte nicht hochnehmen! Nein. Mach ihn, Cruyff! Oh mein Gott, mach ihn, Cruyff, du bist der Beste, ey! Komm, Thierry Henry. 88. Minute. Jetzt ein Tor wäre so wichtig. Digga, ja, läuft einfach einen großen Bogen, ist trotzdem schneller als ein Bord, ich fass es nicht. So? Nein! Cruyff. Ja. Freunde, das Ding ist durch. Ich habe 3-0 verloren. Freunde, ich bin völlig im Loch, ne? Ich habe jetzt gerade erst realisiert, was hier passiert. Ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwelche Backtore zu schießen. Obwohl ich 0-3 hinten lag und das hat mir das Genick gebrochen. Was lernt man daraus? Einfache Tore schießen. 3 Discards. Jank, nimm mein Leben. Jetzt. Nimm es. Ich möchte es dir auch nehmen, ne? Sorry, ich bin da gnadenlos. Was du wirst mir jetzt alles nehmen, Digga. Du wirst Minimum, sage ich, eine Mio discarden. Minimum. Ja. Bei 3 Discards, eine Mio. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Ich hoffe einfach, ich treffe Cruyff oder so. Will ich so dann richtig sind 7 Millionen nehmen. Oder 6 Millionen. Ich weiß nicht mehr, was der wert ist. Ja, ein bisschen über 6 auf jeden Fall. ja, ich fange an. Mit dem linken Verteidiger. Ich gehe weiter mit dem linken ZM. Und ich sag dir schon mal eins, entweder atmest du jetzt auf oder du wirst richtig sauer, weil wir bleiben auf der linken Seite.
gibt's jetzt halt LIV, LST und LF. Aber ich glaube, wir machen den Flügel. Linker Flügel. Es ist kein Kräuf geworden. Nein, schon wieder nicht. Es ist aber ein Carlos Alberto für 1,2 Millionen, 1,15 Millionen. Ja. Dann hast du Sava getroffen für 900.000. Das heißt, wir sind bei 2 Millionen. Und dann hast du Kessler getroffen für 150, schätze ich jetzt mal. Das heißt, wir sind bei 2,1 Millionen Coins. Bro. Letztes Jahr, wir hatten so ein Tacho, dass ich bald bei 20 Mio Discards bin. Wir machen den Tacho jetzt auch bei dir. Wir aktivieren ihn. Bro, ich glaube, ich bin jetzt schon bei 20 Mio Discards gegen dich, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr viele in letzter Zeit. Ich musste so viel Discarden in letzter Zeit. Ich habe auch bald keine Coins mehr. Das sind auch die einzigen Spieler, die ich noch habe, Freunde. Und ich ziehe die ganze Zeit Packs. Ein Leid bedeutet ein Mitleid. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses 40 Mio SPB oder so machen soll, wenn die Likes machen, ne? Ich habe diese Coins dann gar nicht mehr. Muss an Packs kaufen, Packs investieren. Muss man Freunde, lasst schon mal jetzt ein Abo da. Verpasst dieses Video da nicht. Ich mache eine SPC fertig, ich gebe die ab. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade sprachlos, ehrlich. Ist traurig. Ist trauriger Tag schon wieder. So, Freunde, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Sehr traurig, wieder 2 Millionen weniger im Verein. Zack, sogar mehr als 2 Millionen, 2,1 Millionen. Und weg sind sie. Ich fange übrigens gerade die Zidane SPC ab an. Ich hoffe, ich muss die nicht auch irgendwann discarden, wenn ich sie dann abgeschlossen habe. Wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, Jank, das gibt Rache. Ich sag's dir, das gibt so Rache, ne? Freu mich drauf. Ciao.